jetzt bin ich dran. Ja, ich habe mich auf meine Rede natürlich gut vorbereitet, aber ich werde sie jetzt etwas abkürzen, all dieweil wir mit dem Zeitplan etwas hinterherhinken, wie ihr seht. Ihr wartet sicher schon alle auf Musik. Danach kommt noch eine Rede nach mir und deswegen werde ich meine 10-minütige Rede, die ich vorbereitet habe, auf 2 bis 3 Minuten einstampfen. Wir reden ja hier alle über Cannabis-Legalisierung. Der Dr. Lederer hat uns ja eben auch gesagt, wenn er in 23 Jahren zur nächsten Hanfparade kommt, oder in 23 Jahren zur Hanfparade kommt, nicht zur nächsten, dann möchte er das Betäubungsmittelgesetz eingestampft sehen. Fände ich auch gut. Jetzt müssen wir aber mal überlegen, wie stehen denn die Chancen für die Legalisierung? Die Chancen, dass sich im Bundestag was bewegt, haben wir ja alle mitbekommen, stehen ganz gut. Bis auf die CDU sind alle Parteien eigentlich für eine Regulierung des Cannabismarktes bei vielen Koalitionen oder möglichen Koalitionen könnte das doch auf der Tagesordnung stehen demnächst, ja. Und dann habe ich jetzt einige Stimmen gehört, ja, wenn wir jetzt eine cannabisfreundliche Koalition kriegen, dann wird in der nächsten Legislaturperiode Cannabis legal. Das wird leider nicht so sein. Und da müssen wir nämlich ein bisschen aufpassen. Wir müssen nämlich aufpassen, wie wollen die einzelnen Parteien denn die Legalisierung, die Regulierung in echt umsetzen in der Realität. Und da haben sich die wenigsten bisher Gedanken drüber gemacht und die einzigen, die sich da größere Gedanken drüber gemacht haben, das sind die Grünen mit ihrem Cannabis-Kontrollgesetz. Das haben sie ja vor ein paar Jahren vorgestellt. Muss man auch immer so sagen, das ist auch ein bisschen eine Geldfrage, ob eine Partei so ein Gesetz dann auch mal ausarbeiten lässt, ob ihr das wichtig genug ist, das Thema, dass sie da so viel Ressourcen reinsteckt, ein 70-seitiges Papier von Juristen ausarbeiten zu lassen. Und das Geld haben bisher nur die Grünen in die Hand genommen. Und wenn ich mir jetzt das Cannabis-Kontrollgesetz angucke, dann sehe ich, das ist ein ganz furchtbares, das ist ganz furchtbar überreguliert. Ja? Zum Beispiel sieht das Cannabis-Kontrollgesetz der Grünen, genau wie in der Schweiz, Cannabis-Modellprojekte vor, die erstmal schauen sollen, ob so eine Legalisierung denn überhaupt was bringt gesellschaftlich. Das heißt, erstmal stehen uns dann 5 Jahre Modellprojekte bevor. Ob die Modellprojekte juristisch haltbar sind, steht noch gar nicht fest. In der Schweiz gibt es ein sehr ähnliches Betäubungsmittelgesetz. Dort wollten sie auch Cannabis-Modellprojekte machen und die mussten dazu erstmal das Betäubungsmittelgesetz um einen Experimentierartikel ergänzen. Ja? Es ist also noch gar nicht sicher, ob diese Cannabis-Modellprojekte mit dem derzeitigen Betäubungsmittelgesetz überhaupt durchführbar sind. Dann sind wir aber schon mal bei 5 Jahren. Das heißt, dann ist diese nächste Legislaturperiode vorbei. Und dann wird evaluiert, ob und wie Cannabis dann wirklich legalisiert wird. Ja? In der Zwischenzeit hat man bei medizinischem Cannabis gesehen, positionieren sich Leute mit viel Kapital und werden Anträge stellen zur Cannabisproduktion, werden die Modellprojekte versorgen. Und wenn diese 5 Jahre vorbei sind, dann ist alles verteilt. Und dann sind die Leute, die heute Cannabis schon privat anbauen, illegal anbauen, davon träumen, irgendwann mal ein großer Grower zu werden, einen schönen Headshop zu haben oder so, ja, die stehen dann außen vor, weil das Business ist in dem Moment schon vergeben. Was schließen wir daraus? Ich finde, das Cannabis-Kontrollgesetz von den Grünen, was ja momentan das einzige Papier ist, was die Cannabis-Regulierung in der Realität umsetzen würde oder umsetzen könnte, ist sehr bearbeitungsbedürftig. Und ich finde, man macht das auch alles viel zu kompliziert. Wir haben ja bei uns in Deutschland ein sehr großes Problem mit zu hohem Alkoholgenuss. Und wenn ich mir jetzt mal die Regulierungsmodelle dieser Welt anschaue, dann schaue ich nach Nevada. Und in Nevada hieß die Initiative Regulate Cannabis like Alcohol. Also reguliert Cannabis genau wie Alkohol. Heißt, wir brauchen kein Betäubungsmittelgesetz zur Cannabis-Regulierung, wir brauchen auch kein Modellprojekt, wir brauchen einfach ein ordentliches Jugendschutzgesetz. Wir nehmen Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz komplett raus, machen ein ordentliches Jugendschutzgesetz, bei dem wir die Fehler, die momentan bei Alkohol begangen werden, gleich mitkorrigieren. Das ist ganz einfach. Wir machen extra Shops für Alkohol, ja, oder extra Ecken in den Supermärkten, weil das kenne ich aus anderen Ländern auch so, dass das so ist. Und dann machen wir Fachverkäufer, auch das fehlt bei Alkohol derzeit. Ja, jeder Depp darf so eine harte Droge wie Alkohol verkaufen. Dann gibt es eine Ausbildung zum Drogenfachverkäufer oder zum Cannabisfachverkäufer. Und dann muss man im Jugendschutzgesetz einfach nur das Wort Alkohol
durch Alkohol und Cannabis ersetzen. Und dann haben wir Cannabis wunderbar durchreguliert, ohne es überzuregulieren. Und die Leute, die wenig Kapital haben, haben auch eine Chance, am Anfang in den Markt einzusteigen. Das ist nämlich das Problem, wie zum Beispiel auch bei medizinischem Cannabis, da haben auch sehr viele Leute davon geträumt, in den Markt einzusteigen. Und selbst kleine deutsche Unternehmer hatten nicht genug Kapital, wenn man sich die Lizenzvergabe für medizinisches Cannabis anguckt. Und die Lizenzen hängen jetzt alle bei sehr großen Firmen, die vorher schon richtig fett ins Cannabis-Business investiert hatten, Millionen schon auf der hohen Kante hatten. Und die Kleinen gucken alle in die Röhre. Und da müssen wir, da müsst ihr alle aufpassen, dass das bei der Legalisierung im Legalisierungsprozess nicht passiert. Wir müssen den Parteien auf die Finger gucken und wir brauchen ein überarbeitetes Cannabis-Kontrollgesetz, um Cannabis in der Zukunft wirklich ordentlich zu regulieren, sodass auch eine Chancengleichheit und ein ordentlicher Jugendschutz besteht. Vielen Dank. So, mein nächster Gast auf dem Zettel, der Niklas Schrader. Jetzt sehe ich aber hier schon den Maximilian Plenart.